Willkommen zurück zu Turboprop Flight Simulator. Ja, da bin ich wieder und das letzte Video hat schon längst die 15 Likes geknackt. Das heißt, wir machen weiter. Ich würde sagen, wir machen hier die Windfarm. Ich habe zwar das Level schon gemacht, ich habe es halt euch noch nicht gezeigt. Wir machen das einfach mal so. Oh, Moment. Kalibrieren, Dankeschön. Und dann machen wir mal den Schub auf 100%. Und ich würde hier gerne die Karte haben, Dankeschön. Dann weiß ich immer, wo der nächste Checkpoint ist. So, jetzt können wir gleich abheben. Ja. Das Fahrwerk rein. Und dann können wir schon zum nächsten Checkpoint fliegen. Hier gibt es eine recht starke Kurve, die wir bewältigen müssen. Und ich habe sie natürlich nicht sehr toll bewältigt. Ja, ich bin genau dran vorbeigeflogen. Aber ich denke, ihr kriegt das schon hin. So, da haben wir diesen Checkpoint. Und jetzt müssen wir über ein Windkraftwerk drüber fliegen. Das ist natürlich ganz gefährlich. Ich weiß auch nicht, warum man sowas machen sollte. Komm schon. Ja, ich glaube, das kriegen wir hin. Komm. Oh Gott. Hilfe. Hochziehen. Ich glaube, ich mache mal Schub wieder ein bisschen runter. Und da haben wir den Checkpoint wieder verpasst. Ja. Jetzt müssen wir hier eine starke Kurve machen. Ich mache mal noch weiter den Schub runter. Wir landen nämlich auch gleich. Oh Gott. Ja. Der Anflug wird grausam. Egal. Einfach landen. Kriegen wir hin. Wir sind zu schnell. Okay, das ist nicht toll. Moment. Okay, wir sind gelandet. So. So, Brems. Oh Gott. Wir sind drüber hinausgeflogen. Schnell drehen. Ah. Ja, okay, das war ein Fail. Komm schon. Schub. Ja, ich weiß, ich mache hier nur noch Blödsinn. Dreh dich bitte. Flugzeug. Danke. Wir haben es geschafft, Leute. Ja. So, Brems. Okay. Und? Haben wir es geschafft? Nein, wir müssen da auf dieses Stoppzeichen. So. Jetzt können wir wieder Schub rausnehmen. Und wieder auf die Bremsen treten. So. Einmal auf die Landebahn drauf und Stopp. Wow. Ja, also ich würde das jetzt eigentlich nicht zählen, aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ja, ich würde erstmal hier regionalen Testflight machen, Testflug. Das habe ich noch gar nicht gemacht, ja. Ich weiß auch nicht genau, was man jetzt hier machen muss. Was müssen wir hier machen? Nichts. Es war einfach nur uns in den Pilotensitz reinsetzen, oder was? Oh. Moment. So. So. Die Tür wieder zu. Aua, der hat mich natürlich zurückgeschlagen. So. Gut, dann müssen wir jetzt ein bisschen Schub rausholen und ich stecke im Gebäude drinne. Müssen wir ein bisschen drehen. Bisschen drehen. So. Und dann müssen wir zu unserer Flugposition fahren. Ich würde vielleicht sogar noch ein bisschen Schub rausnehmen, weil wir schon recht schnell sind.
Ah, okay. Ja, wir brauchen weniger Schub. Wir fahren jetzt mal ein bisschen übers Grüne. Oh, ich habe einen Checkpoint verpasst. Na, das ist jetzt doof. Wir sind aber immer noch total schnell. Ja, war viel zu viel Schub. So, jetzt drehen wir aber wieder zurück auf die Bahn. Dann können wir vielleicht so 16%, ja, ich glaube, das ist ganz gut. Haben wir immer noch einiges an Geschwindigkeit. Dann können wir schon langsam nach rechts drehen. Ja, das Ruder will nicht. Bremsen, Schub raus, drehen. Ach komm schon, Flugzeug bremst bitte. Ja, ich bin nicht der beste Pilot, seht ihr wahrscheinlich. Ich bin hier mehrmals über Grünzeug drüber gefahren. So. Schön gerade machen. So, und dann Schub. Machen wir mal auf 100. Vielleicht noch ein bisschen drehen, ja. So, ich glaube, wir sind bereit. Und dann heben wir mal ab. Und jetzt sind wir in der Luft. Fahrwerk rein. Dann steigen wir mal auf die Höhe. Scheinbar müssen wir gleich eine Linkskurve machen. So, Linkskurve eingeleitet. Ja, die Linkskurve muss gar nicht mehr so stark sein. So. Da haben wir den nächsten Checkpoint. Ich glaube, wir können auch wieder ein bisschen Schub rausnehmen. Hier fliegen wir ein bisschen durch die Berge und können auch noch ein bisschen weiter steigen. Oh, da unten ist der nächste Checkpoint. Da nehmen wir auch wieder ein bisschen Schub raus. Sonst wären wir viel zu schnell. Wohin fliegen wir? Keine Ahnung. Das führt so ein bisschen hart am Fluss entlang, okay. Wow, okay. So. Und jetzt wieder hoch. Keine Sorge, wir berühren schon nicht die Umgebung. Da. Jetzt müssen wir wieder steigen. Jetzt können wir ein bisschen mehr Schub wieder machen. Jetzt fliegen wir da lang. Oh Mann, da kommen eine ganze Menge Checkpoints auf uns zu, wenn ihr euch mal die Karte anguckt. Gerade noch so den Checkpoint bekommen. Komm schon. Oh Gott, das ruckelt gerade ein bisschen. Hilfe. Den werden wir verpassen. Ja. Oh Gott, da ist schon die Landebahn. Warum sagt mir das keiner? Schub raus. Wir sind viel zu schnell zum Landen. Aber egal, wir werden es trotzdem versuchen. Ja, wir sind zu schnell. Toll. Aber wir können nicht landen. Wir können einfach nicht landen, wir sind zu schnell. Warum sagt mir keiner, dass hier ein Flughafen ist? Oh Mann.
Ja, was machen wir jetzt? Jetzt. Jetzt ist das Fahrwerk raus. Toll, danke. Muss ich eine große Kurve um den Flughafen rum machen? Müssen wir zurückfliegen? So. So, einmal um den Berg rum am besten. Bisschen mehr Schub. Ich weiß, gleich werde ich es bereuen und ich muss nochmal anfliegen. Aber wir sollten auf jeden Fall über den Berg drüber kommen. So, wir sind über dem Berg. Jetzt können wir wieder ganz viel Schub rausnehmen. Und jetzt müssen wir sinken. Und einmal um den Berg wieder herum. Noch mehr Schub, einfach komplett auf Null jetzt. Komm schon. Dreh dich, Flugzeug. Wir sind auf jeden Fall langsamer, müssen aber noch weiter sinken. So, können wir Fahrwerk rausmachen? Ja, schön. Sehr schön. Wir sind aber viel zu hoch. Viel zu hoch. So. Bremse. Brems, 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 komm schon. Okay, wir haben es geschafft, auf jeden Fall. So. Was sollen wir da machen? Einfach umdrehen oder was? Jedenfalls Bremse erstmal. So, einmal drehen. Wir sollen einfach nur einmal drehen. Ich bin zu schnell. Dreh dich, dreh dich, dreh dich. Nicht noch mehr Gras, nein. Stopp. Brems. Und drehen, bitte. Danke. So. Und jetzt sollen wir einfach wieder losfliegen. Okay, wow. Dann fliegen wir los. Fahrwerk wieder einfahren. Wieder ein bisschen Schub rausnehmen. So, da haben wir den Checkpoint erreicht. Jetzt hier eine Kurve, oha. Ziemlich dicht über dem Berg. Na, hier nehme ich auf jeden Fall wieder Schub raus. So, nächster Checkpoint. Ich weiß gar nicht, wo wir hin sollen, aber gut, folgen wir einfach mal. Ich sehe den nächsten Checkpoint gar nicht. Ach, da oben, klitzeklein in der Entfernung. Da geben wir wieder ein bisschen mehr Schub, damit wir über den Berg kommen.
So, und jetzt nehmen wir wieder Schub raus. Landen wir wieder am selben Flughafen, oder? Wie soll ich das verstehen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Gucken wir einfach mal. Und jetzt, keine Ahnung wohin, nach da unten. Okay, das ist gefährlich. Ich glaube nicht, dass man das mit echten Flugzeugen macht, aber okay. Ja, wir landen gleich wieder auf jeden Fall. So, dann nehmen wir jetzt wieder auf jeden Fall ganz viel Schub raus. Ja, wir landen jetzt 30%, mehr nicht. Müssen schließlich langsamer werden. Oha. Ja, ich habe geträumt. Entschuldigung. Schub raus. So. Dreh dich. So, und dann fliegen wir noch ein Stück weiter. Und dann hier der letzte Checkpoint. Oder vorletzte. Da müssen wir landen. Fahrwerk raus. So, ich glaube, diesmal ist die Landung wesentlich besser. Okay, hochziehen, 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 hochziehen. Okay, nicht so schnell. Nicht so schnell landen. Sehr schön. Bisschen gerade werden. Wow, wir drehen uns. Drehen uns. Brems, brems, brems. Okay, wir haben es geschafft. Sehr schön. Mission beenden. Ja, wir haben nur 70 bekommen. Gut. Akzeptiere ich. Und machen wir noch eins? Ja, ich weiß nicht. Wir sind hier schon bei 18 Minuten. Auf einem Damm landen. Ein Dammtunnel. Okay. Ja, ich glaube, das ist ganz leicht. Ja, machen wir einfach mal. So. Ja. Okay. Alle Türen zu machen. Okay, dann gehen wir erstmal zur hinteren Tür hier. Zu. Zu. So, dann gehen wir auch noch zur anderen Tür auf der Rückseite. Oh, das war ein bisschen schnell. Türen schließen. Okay, das ist, ach so, okay. Das sah gerade so aus, als wäre die Tür da so um die Ecke geglitscht. Aber ansonsten alles in Ordnung. So, dann steigen wir mal selber ein. Und machen die Tür natürlich zu. Oh, was haben wir da? Ein Geländewagen. Scheinbar. Okay. Das heißt, jetzt gibt es hier auch noch Fahrzeuge. Komm schon, ins Cockpit. Und Pilot. Gut, dann machen wir die Triebwerke mal an. Ah, hier drin kann man natürlich die Türen auch ansteuern. Bisschen Schub. Und dann können wir uns schon beginnen zu drehen. Wir sind nämlich hier direkt am Beginn
von der Startbahn. Oh ja, ich bemerke schon, dass wir eine Last dabei haben. So, und ja, okay, Schub wieder raus, bremsen, bremsen, drehen. Danke. So. Bisschen Schub kann man ja haben. Bisschen braucht man, sonst kommt man nicht in die Luft. So, ein bisschen zu viel gedreht und 100% Schub. Wir müssen nämlich bis dahin schon starten. So. Und da heben wir ab. Fahrwerk rein. Und den verpassen wir wieder. Sehr schön. So, das kriegen wir aber. Oh, 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 oh. Ja, habe ich schon bemerkt. Hochziehen. Ach so, das hier ist der Dammtunnel. Ich glaube schon. So, also da müssen wir hoch. Hoch, hoch, hoch. Immer den Checkpoints nach. So, hier müssen wir einfach nur geradeaus fliegen. Ich glaube, das kriege ich hin. Scharfe Linkskurve. So. Bisschen weiter rechts. So, und? Ach du Kacke. Das muss einer einem mal sagen. Und wir sind viel zu schnell für die Landung. Ja, wir werden das nicht hinkriegen. Ich krieg noch nicht mal die Checkpoints. Ja. Wow. Okay. Oh, ich kann doch die Landebahn ausfahren. Aber wir sind viel zu schnell. Wow. Okay, ich bin eigentlich recht langsam gelandet. Also, ich bin langsam aufgesetzt, aber wir waren zu schnell. Ja, gut. Also, Leute. Das war's dann mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.